Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir haben Welt D entdeckt und da sehen wir direkt den roten Schalterpalast. Direkt mal ansteuern, oder? The Red Switch Palace. Sieht gut aus. Irgendeine Challenge hier in dem Level? Koopas? In allen Farben und Geschmacksrichtungen. Ja, wisst ihr, was mir jetzt fehlt? Disco Koopa. Ihr wisst schon. Der aus Super Mario World. Warum ist der nicht dabei? Aber okay, so haben die sich das gedacht. Hey! Der letzte Überlebende. Cool. Da mal Tanuki Mario. Der kickt einen Panzer. The power of the Switch will turn all of the into the... Warte mal. Es ist zwar Welt D, aber wir kommen hier gar nicht weiter. Interessant. Ja, dann hätten wir das. Wir waren ja stehen geblieben hier in der Eiswelt, nicht wahr? Da sehen wir so wunderschöne Level bisher. Das war ein Secret Exit. Wir wollen jetzt ganz kurz nochmal zu Yoshis Haus gehen. Ganz klar, wenn wir einen Schalterpalast gefunden haben, dann gehen wir zu Yoshis Haus und gucken, was das Schönes gebracht hat. Hier, Welt 5 von 8 von den regulären, aber ihr wisst ja, es gibt noch Welt A, B, D und D. A, B, C und D. Jetzt kann er nicht mal das ABC mehr richtig. Kommt davon, diese ganzen ja, Verblödungen im Internet. RTL hatte recht. Also da waren wir drin, da waren wir drin. Jetzt können wir auch mal hier rein. Mal sehen, was die jetzt für Infos rüber wachsen lassen. Das nehmen wir Luigi in seiner Super Mario Bros. 2 Form. Ja, Mario's little brother. It is said he is a better jumper than Mario. Yo, yo. Er kann besser springen, aber es traut sich nicht so. Auch Toad von SMB 2. Yep, stärker und alles. Dann haben wir natürlich Peach von Mario Bros. 2. Wunderschön. Hier ist Yoshi Eye von Super Mario World. Und jetzt sehen wir hier Wario von Wario Land 1 oder Super Mario Land 3. Einstmals Marios Rivale. Hat er jetzt mehr Interesse daran, jede Menge Kohle zu scheffeln. Ja. Er bekommt eine gigantische Peach-Statue und einen Planet für all seine Anstrengungen. Aber die Peach-Statue tut ja Mario fresh und durchtrieben, wie er ist, an sich reißen. Ist auch nicht das Wahre, oder? Hört sich doch nicht. Aber egal. Da hat er noch einen Wunsch frei gehabt mit seiner Wunderlampe. Also, wieder schönes Achievement. Bin gespannt, was sie dann im letzten noch reinpacken. Aber ganz, ganz nett. Komm, geh mal hier lang. Schnuppere Luft der anderen Welten. Kannst ruhig weiterlaufen, ist nix. Gut. Drei der vier Schalterpaläste haben wir aktiviert. Yay! Höchste Zeit weiterzumachen hier in Welt 5. Wir haben übrigens schon eine Abkürzung über Welt C zu Welt 7 geschaffen. Und jetzt kommt der Eisturm Crystal Frost Tower. Und mich erschleicht ein kalter Schauer. Du alter dummer Bauer. Scrolling Level! Die Scrolling Level liebe! Scrolling Level nach oben! Und eine Heizung bringt ja auch nicht viel. Kann man jemand Fenster zumachen? Es zieht! Hechtsuppe. Kann sich nur eine Scheibe von abschneiden, was ziehen bedeutet. Warum soll ich denn da unten langsam mal? Ist alles relativ mystisch hier. Wow! Clever, clever. Da sehe ich eine Röhre. Hallo? Volle Möhre. Da rausgelunzt aus dem Schnee. Was bringt das denn jetzt? Ist das hier nur für Münzen? Das kannst du deiner Oma erzählen. Oder dem Friseur. Oder dem Friseur deiner Oma. Dessen Schwager. Dem kannst du das mal erzählen.
Bombas. Meinetwegen, wenn da nur Münzen sind. Starcoins liegen blöd auf dem Weg, aber Münzen sind versteckt wie der Schatz. Der heilige Gral. Zahnstocher of Doom. Der hat kein schönes Dasein. Bats. Kann wohl nicht viele erwischen. Nicht viele Klempner Faces. Wupsi. Wupsi. Das Versteck ist doch voll gut. Warum packen die da nichts Vernünftiges hin? Wir wissen dann nicht, wo die rauskommen. Wow. Verdächtig. Ich tue jetzt trotzdem mal das betätigen. Crawls ein bisschen schnell. Wobei, das ist kein Vergleich zu Donald Duck und Maui Mallard. Haben bestimmt eh nur die wenigsten gesehen, mein Let's Play davon, obwohl ich das Spiel total geil finde. Der letzte Level, wo auch man den Turm hoch muss und das crawlt nach oben und das war so übel. Schluck auf. Nein! Wie zum Geier! Wie das denn? Hä? Du kannst dich ja auch nicht runterfallen lassen oder sowas. Na, ihr macht Scherze. Wie soll man denn an dieses Starcoin rankommen? Bombards. 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 Das check ich nicht. Alter. Du kannst da keinen Schwung nehmen für einen Wandsprung? Nee. Allenfalls der, aber selbst dann gehst du baden. Was soll das denn? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist eine Attrappe. Naja, der Versuch muss jetzt sitzen. Ich verbrauche ungern meine Propellerpilze. Die Feuerblume bringt diesbezüglich herzlich wenig. Nein! Oh, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt, wo es hochscrollt hat und ich das gesehen habe. So schon mal nicht. Du musst es von oben anstellen. Du musst halt schnell sein. Du musst wissen, dass die Starcoin da ist. Ja, erstmal mit dem Kopf durch die Wand. Typisch! Ja, wenn er Starcoin sieht, dann will er sie haben. Egal wie. Bomber! Bombards, Bombards. Gut, da beeilen wir uns lieber, oder? Irgendwie da hoch. Krasse Stelle. Krasse Stelle. Respekt, Bro. Nee, wir stellen uns jetzt nicht mehr an. Ihr stellt euch jetzt mal nicht mehr so an. Ja, ich reiß mich schon zusammen, Freunde. Ich bin da ein bisschen zu lassiv umgegangen. Damit. Oh nein. Du Schwein, oh nein. Beil dich. Boah. Sind die übel, Jungs. Die Jungs vom Schrottplatz. So wird's gemacht. Jungs und Mädels und Gesangsverein, habe ich doch gleich gesagt. Alter, wie mir mal wieder keiner zugehört hat. So. Dum. Da, dum, dum.
Ja, von unten ranzukommen wird echt schwierig. Das ginge mit einem Propellerpilz, aber da musst du das wirklich schon studiert haben. Also, warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Was seht ihr für Chiller-Plattformen? Wenn der Oberchiller grillt und der Obergriller chillt. Oh Mann. Schon wieder sowas. Und es wird fröhlich gescrollt, ne? Nein! Gibt's doch nicht. Sollen wir nicht fünfmal im Kreis springen und die mexikanische Nationalhymne singen, ey? Bei solchen Ereignissen hier. Beide Starcoins sind... Ja, die erste ist relativ geschenkt. Aber dann geht's ab. Die zweite und die dritte sind... Oh, nee, oder? Beide voll übel. Jetzt sind wir doch schnell. Yep. Was? Ziehst du dich hoch? Du Sch... Ich wollte doch nicht, dass er sich hochzieht. Bin ich bekloppt im Hirn oder was? Alter. Deine Turnübung kannst du ein andermal machen. Wir gehen jetzt auf Starcoin-Jagd, Mario. Ey. Dabei hat alles gut angefangen. Kein Happy End in Sicht. Und nun das Wetter. Es bleibt eisig. Zahnstocher wehen im Wind. Ja, nein! Boah! Ah, Deco Mio. Oh nein, jetzt wird's knapp. Oh nein, jetzt wird es sowas von knapp. Da sollst du hier nicht auf einmal anfangen, Muttermilch zu geben. Jetzt kommt wieder so ein Langweiler-Abteil. Ehe die dann mit der Starcoin wieder richtig Rabatz machen. Rabatz, mein Schatz. Mach doch mal Platz. So, da ich jetzt weiß, was ich machen muss, bin ich ja ein bisschen schneller unterwegs. Dann geht das womöglich. Schon wieder denselben Fehler wie eben. Yes, you. So, Spannung pur. Was für ein Boss erwartet uns in der fünften Welt? Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Mancha? Unwahrscheinlich. Was ist das denn? Eine... Ich krieg Yushinsky. Verstehe. Hab ich schon mal im Trailer gesehen. Haben sie voll damit angegeben mit dieser Boss-Idee. Sache ist klar. Hehe, ihr seht schon. Aber wie sollen wir die gleichzeitig besiegen? Ich meine, einer geht doch down. Nein! Yushinsky! Du kommst jetzt zurück, ne? Ja, ohne den geht's nicht. Der kann gar nicht abhauen. gut. Nimm die Flamme, die ist irgendwie einfacher zu bekommen. Ach, wenn einer besiegt ist... Verstehe. Na gut. Ist doch eine schöne originelle Boss-Idee, oder? Könnt ihr nichts sagen, ihr seid. Da speichern wir eine Runde. Eieiei. 5-6 Molten Ice Lifts. Ice Lifts. Sieht ja auf jeden Fall mit Lava. Ich mag diesen Kontrast. Ja, doch, doch.
Irgendwie merke ich, Lava und Eis zusammen hat wohl immer was. Gab es noch Mario Galaxy 2 solche Stellen. Oh, komm schon, Baby. Ah, Hardrock, Halleluja. Wir leben noch. Wir wissen nicht warum, aber wir leben noch. Johannes Mario Simmel. Oh Mann. Geh baden, Yoshi. Es war ein Badetag. Tut mir leid. Lass mal halt mal Opfer bringen. Ich könnte ja ein Grabmal errichten oder sowas. So, das ist die Nummer 2. Na, bitte doch drum. Kannst du glauben? Oh, nope. Warte mal, das war alles sehr verdächtig in Sachen böse Blöcke mit Ranken drin, aber irgendwie... Johnny! Kannst du die abschminken? Ja, alle Starcoins hätten wir. Alter, wie schnell so ein Level gehen kann, hä? Ja. Ich hätte echt gedacht, das wäre der letzte Level für heute. Aber wenn er natürlich so schnell vorbeigeht, dann machen wir noch einen. Oder es gibt einen Secret Exit hier. Nope, gibt's nicht. Vulkan oder was? Epic? Hä? Okay, 5-7. Pinguin. Weed Bath. Hä? Das wird skurril. Im Vulkan, im Eis. Aber das ist genau das, was ich wollte. Ein Hammer. Nee, lass den mal da. Ich komme natürlich mit der Feuerblume besser klar als mit dem blöden Hammer da. Das wird riskant hier. Nee, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Das geht, aber die Flamme hat mich so verwirrt. Ach! Kreischkröle ausflip. Ja, geht es mit dem Hammer einzusammeln oder warum? Macht ihr da so Scherzchen? No way! Ich nehme doch den Hammer, oder? Ja, in der Situation. Seht ihr? Ich kann das schon. Jetzt so nicht! Egal, wir sind draußen. Ach ihr Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Das war so riskant, ne? Aber ich bin irgendwie durchgekommen. Keine Ahnung warum, das Glück ist mir einfach vergönnt gewesen gerade. Ja, ne, ne. Ihr heißen Burschen hier, ha? Ja, ganz schön heißer Kerl. Ja. 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 Hier will ich hoch. Oh, wegen so einem Schuld. Treibt's mir echt zu bunt. Ja, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ehrlich gesagt. Ey. Oh, no. Hä? Hä? Wie soll man da durch und wo ist die zweite Starcoin? Oh. Ah! Starcoin! Ich hier was übersehen habe? Nicht, dass es vor dem Checkpoint war, aber... Wären schon noch schlauer. Oh, diese Passage nervt aber dezent, ey. Um nicht zu sagen, geht auf den Keks, ey. Wie sonst was. Wupsi.
Das wird nichts. Das habe ich schon an der Nasenspitze gerochen. Oh, no. Hä? Erstens mal, wie kommt man da durch? Damit? Ah, der bringt mir jetzt auch nichts. Ich werde bestimmt getroffen da an der Stelle. Gehen wir nochmal ein paar Meter zurück. Hau rück! Wenigstens. Prekäre Lage. Definitiv. So geht's schneller. Gut. Keine Ahnung, schnell zurück. Haben wir wenigstens das. Boah, noch irgendwelche Anliegen oder? Was ist hier los? Naja, zweites Starcoin, ne? Das ist hier so ein Streitpunkt. Was waren das für epische Geräusche? Das, wenn ich mit meinem 10-Finger-System auf meinem Tisch herumhaue. Nervös. Guck mal, was für viele neue Wege. Viele schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Gut, dann muss es sich vor dem Checkpoint befinden, wenn ich nicht der totale Blindfisch bin. Naja, der bin ich. Deswegen. Wird das schon klar gehen. Erste Starcoin, die konnte man ja nicht verfehlen. Die war ja nicht versteckt. Nur relativ nicht so leicht zu erreichen. Alter! Lass es, Schätzchen. Jetzt vielleicht hier oben oder irgend so Scherze. Hm, merkwürdig. Das kommt mir doch schon wieder recht bekannt vor. Bringt nichts. Was soll ich machen, Freunde? Bis hierhin ist nichts zu erkennen. Ah, warte mal. Ach komm schon, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt hier rechts geht's weiter. Fieses Versteck, ey. Weil ich immer noch nicht weiß... Lass dich doch fallen. Das wird nicht. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie man an die dritte Starcoin rankommen soll, offiziell. Ich hab's nicht so ganz gerafft. Mini-Mario oder was? Wäre eine Möglichkeit. Ah, das wird nichts hier. Guck mal gerade nochmal. Weiß nicht, wie das. Du musst irgendwie lösen können, denn. Den Kollegen von Eiszapfen. Ach, soll mir Schnuppes sein. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es euch in die Kommis. Oder wenn ihr eine Vermutung habt, wie das gehen soll. Ich stehe womöglich gerade ein little bit auf dem Schlauch. Und das ist auch gut so. Hä? Was? Nee, Quatsch. Ja, das war's für heute mit Newer Super Mario Bros. Wii. Im nächsten Part. Kommen wir dann hier hin? Genau, Magma Ice Barrow. Wenn's gefallen hat, gebt euren Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.